27. Juli, Montag aus dem Bundestag. Der Bundestag ist mit Unterbrechung durch Sondersitzungen in Ferien. Aber Ferien heißt ja nur sitzungsfrei, nicht arbeitsfrei. Und wir haben ein ganz ernstes Thema im Herbst zu entscheiden, nämlich Sterbehilfe. Und darüber spreche ich heute mit Christina Schwarzer von der CDU Neukölln. Was sagen denn Ihre Wähler im Wahlkreis, die ja alle eigentlich christlich-demokratisch uniert, also CDU-mäßig, eigentlich anders denken? Ich glaube, da gibt es, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Ich hatte vorhin gerade eine Besuchergruppe im Deutschen Bundestag, da habe ich auch meine Umfrage gemacht und gesagt, wie seht ihr denn das? Und da waren 50 Leute da und wir hatten ganz unterschiedliche Meinungen. Also das geht von, ja, wir sollten es erlauben über die aktive Sterbehilfe letztendlich, dass auch Vereine das quasi die Tablette oder den Trink geben dürfen, bis hin zu, wie Sie sagten, sehr, sehr konservativen Werten vielleicht, die sagen, nein, die Ärzte sind dazu da, Leben zu geben und nicht Leben zu nehmen und lehnen das eben völlig ab. Also da ist die Bandbreite ganz groß, aber auch ganz unterschiedlich. Genau wie in vielen Themen im Übrigen auch. Ja. Und das hat nichts mit Jung und Alt, Mann und Frau zu tun, sondern das ist ganz, ganz unterschiedlich. Was passiert denn noch, verlassen wir mal die Sterbehilfe, im Herbst im Bundestag? Was gilt zu entscheiden? Griechenland ist ja hoffentlich durch. Ja, wobei nicht, dass ich denke, da noch irgendwelche Überraschungen kommen. Griechenland ist das Dauerthema sozusagen, nicht? Denen wird immer Geld fehlen, egal wie viel sie jetzt wieder kriegen. Die tagesaktuellen Geschehnisse sind immer so individuell, dass man ja manchmal gar nicht mehr weiß, in welcher Diskussion stehen wir denn gerade. Man diskutiert am besten gar nicht drüber, weil nächste Stunde kann schon wieder alles anders sein. Richtig, richtig. Aber wissen Sie, ich sage immer, das macht Politik so spannend, dass sie tatsächlich manchmal so sehr schnelllebig ist und sich schnell verändern kann und man schnell reagieren muss. Das macht das für mich sehr spannend. Griechenland ist ein sehr spezielles Thema in der Tat, aber womit beschäftigt sich der Bundestag? Aus meinem Bereich, zum Beispiel noch aus dem Familienausschuss, habe ich zum Beispiel noch das Thema Prostitution. Auch das ein hatten ganz wir letztes Thema. Mal, als wir da waren, auch schon. Nun gibt es ja schon wieder eine Verschärfung des Gesetzes durch die Frauenministerin. Ich weiß nicht genau, was sie jetzt will. Ich habe nur die Überschrift gelesen. In diesen Tagen, sie neue Verschärfung Prostitutionsgesetz. Ja, wobei Verschärfung, das sehen dann eben immer nicht alle so, nicht? Ja. Worum geht es? Ich glaube, es geht darum, Frauen zu schützen. Und letztendlich dann auch die Freier zu schützen, die dort zu den Frauen geht. Es geht um Gesundheitsuntersuchungen. Ich glaube schon, dass wir eigentlich ein Mindestalter bräuchten. Ich selbst habe mich auch schon hier in Berlin, haben wir die ein oder anderen Straßenstrich sozusagen. Ich selbst habe mich auch schon umgeschaut dort, bin dort mit Sozialarbeiter rumgelaufen und habe auch gefragt, was sind das für Frauen, die sich hier prostituieren? Und das ist tatsächlich eine große Vielfalt von Menschen. Das sind natürlich Frauen, sehr, sehr junge Frauen aus Osteuropa, die hier anschaffen müssen. Es ist aber auch die normale Hausfrau, die sagt, ach Mensch, ich möchte mir was dazu verdienen. Und wir müssen schauen, dass wir alle diese Frauen letztendlich aber alle unter einem Hut sozusagen bekommen und schützen können vor Krankheiten, vor der Gewalt von Männern und generell eigentlich vor der Situation, dass sie auf die Straße gehen müssen, gezwungen werden, um dort eben anzuschaffen, für wen auch immer. Und ich finde Gesundheitsuntersuchungen zum Beispiel ziemlich gut. Weil wir müssen nicht immer nur an die Frau denken, wir müssen auch an den Mann denken, der sich dort die eine oder andere Krankheit holt und dann aber wieder nach Hause geht und oft vielleicht auch Familie hat und dann dort Krankheiten transportiert. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, das ist sicherlich nicht bei allen so, das weiß ich auch. Es gibt sehr gepflegte Etablissements, auch hier in Berlin. Aber es gibt eben auch viele Frauen, da ist es eben schwierig. Und ich finde, es geht darum, Frauen zu schützen. Und diese stärkeren Gesundheitskontrollen werden immer unter die Überschrift Verschärfung gestellt. Das ist gar keine Verschärfung, das ist eine Verschützung. Das haben Sie schön gesagt, eine Verschützung, genau, das muss ich mir merken. Es gab ja auch damals schon, vielleicht wissen Sie das noch, ich bin, glaube ich, dazu zu jung, um es zu wissen, den Bockschein. Das hat man ja früher, glaube ich, so genannt. Ja, man musste einen Schein haben, damit man auf die Straße geht. Richtig, genau. Und damit vergleichen das viele Leute. Und viele sagen eben auch, damit stigmatisiert man ja dann gleich die Frauen. Und wenn Frauen eben zu etwas gezwungen werden, dann machen sie es erst recht nicht. So wie manchmal ja bei kleinen Kindern, wenn man sagt, so, du musst das jetzt machen, dann machen sie das erst recht nicht. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich irgendwo, und das meine ich jetzt ein bisschen flapsig, anfangen, Frauen und die entsprechenden Besucher letztendlich in Schutz zu nehmen und
ja, zu schützen. Und deswegen finde ich, kann eine Gesundheitsuntersuchung schon helfen. Wenn ich aber an die Diskussion denke in Sachen Prostitutionsgesetz, es fing damit an, dass Frau Schwesig gesagt hat, Prostitution will ich ganz verbieten. Da sind wir weg davon, oder? Da sind wir weg von, ja, richtig. Ja. Weil Frau Schwesig kann gerne Dinge sagen, aber um etwas umzusetzen, braucht sie uns, den Koalitionspartner, die CDU-CSU-Fraktion. Ja. Und daher kann sie viel wollen, aber in der Tat, wissen Sie, das ist so wie bei der Sterbehilfe, da gibt es viele Meinungen zu. Ja. Es gibt auch Kollegen bei mir in der Fraktion, die wollen das. Ja. Ich halte persönlich davon nichts, weil ich denke, dann wird quasi das, was im Untergrund passiert, noch viel, viel schlimmer sein. Und Deutschland ist ein großes Land und wir merken ja schon an den Gegebenheiten der unterschiedlichen Bundesländer, dass wir hier in Berlin ganz andere Probleme und Gegebenheiten haben als zum Beispiel in Bayern. Gerade die Nähe denn zu anderen europäischen Ländern führt dazu, dass wir eben in einigen bayerischen Ländern große Probleme eben mit sehr, sehr jungen Frauen aus Osteuropa haben. Da muss man sich ja auch fragen, wollen wir das? Und wenn wir es verbieten, hören die ja nicht auf, sich zu prostituieren, weil sie müssen, weil da starke Strukturen hinterstehen, Zuhälter hinterstehen, Familien hinterstehen, die eben sagen, wir brauchen das Geld. Aber dort wird eben der Geschlechtsverkehr ausgeübt ohne Kondom. Ich hätte ganz gerne Kondompflicht, dann wird immer gefragt, wie willst du das kontrollieren? Ja. Kann man ja nicht jemand. Lach mir gerade auf die Zunge. Kann man ja nicht jemand vom Ordnungsamt daneben stellen und sagen, so, jetzt schauen wir mal. Das geht ja natürlich nicht. Videoüberwachung mit rotem Knopf. Ja, da gibt es vielleicht einige, die sich finden, das kontrollieren. Wir merken ja beide gerade eigentlich ein unsinniger Vorschlag. Nein, ich finde ihn nicht unsinnig, weil jeder von uns weiß, ich darf zum Beispiel auch nur mit Führerschein Auto fahren. Also ich muss da einen Test für machen und ich darf nur mit einem Führerschein Auto fahren. In der Regel, also ich persönlich, also ich fahre jetzt seit, weiß ich nicht, fast 20 Jahren Auto, ich bin noch nie kontrolliert worden, noch nie. Also von mir wollte noch keiner wissen. Anders. Genau. ob ich einen Führerschein haben letztendlich habe. Ich habe einen, ja, noch mit diesen alten rosanen sogar noch, noch gar keinen neuen. Aber ist vielleicht ein Beispiel, was nicht ganz so passend ist. Aber wissen Sie, auch wenn man Dinge vielleicht nicht ganz so oft kontrollieren kann, halte ich es einfach für wichtig. Und ich glaube, ich habe in den letzten Tagen gelesen, dass die HIV-Quote hier in Berlin wieder gestiegen ist, also die Neuansteckungen. Und da fragt Davon man sich reden dann, wir nicht mehr, das nehmen wir nicht mehr ernst, wir denken, das ist aus der Welt. Richtig, jeder denkt, an mir kann das ja nicht passieren. Ja. So, aber wenn alle so denken, sieht man, was draus geht. Und ich glaube, es ist eben nicht eine Selbstverständlichkeit, auch für viele junge Leute, weil wie gesagt, es ist immer so, ich doch nicht und das kann mir doch nicht passieren. Daraus kann jedem passieren. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man eben, finde ich, zum Beispiel eine Kondompflicht ein. Wie weit sind Sie denn in der Beratung im Bundestag? Kommt das noch durch bis zum Herbst? Sagen wir bis zum Ende des Jahres, glaube ich, dann sind wir, glaube ich, ganz gut. Also das ist ja so, also nehmen wir noch mal Ihr Beispiel, Frau Schwesig, unsere Familienministerin fordert etwas, dann muss sie das mit uns besprechen. Und dann einigt sich quasi die große Koalition. Da freuen Sie sich immer drauf, nicht? Ja, so, und sagen, wenn die kommt, die will immer viel und am Ende kriegst du ein bisschen. Ja, das will ich so nicht sagen, weil wir wollen manchmal auch ganz viel. Ja. Und es gab auch einige Positionen, die wollten wir und die will die SPD nicht. Und dann ist das, ich sage immer, wie in jeder guten Ehe, und wir haben auch einen Ehevertrag, in Klammern Koalitionsvertrag, und dann regeln wir die Dinge und dann wird es in ein Gesetz gegossen und dann geht es ja nochmal in die parlamentarische Beratung. Ich habe Ihnen ja schon mal gesagt, Politik muss ja manchmal auch zugeben, dass man sich irrt. Und, oder einfach auf dem falschen Sehr Weg schwer ist. Fällt das und fällt uns manchmal schwer, aber wenn wir ein Gesetz haben, dann geht es ja eben in den Bundestag, wird es dort eingebracht. Und dort gibt es ja dann auch nochmal eine Anhörung, wo man eben mit den Experten nochmal spricht, vielleicht auch mit Prostituierten und mit entsprechenden Sozialarbeitern und aber auch mit Juristen, die immer grundsätzlich auch alles gut wissen und besser wissen. Und dann wird jedes Gesetz noch mal ein bisschen angepasst und dann geht es in die zweite, dritte Lesung. Also ich denke, bis zum Ende des Jahres haben wir hoffentlich ein Gesetz, was viele, viele Frauen, eben auch für Frauen, die gezwungen werden. Wie gesagt, es gibt doch viele Leute, die machen das freiwillig. Sollen sie. Aber wir haben viele junge Frauen, die dazu gezwungen werden und die müssen wir schützen. Verschützungsgesetz. Das Verschützungsgesetz, genau. Das Wort ist jetzt geprägt. Ja, das muss ich mir wirklich merken, ist gut. Ja. Familienausschuss, was tut sich in Sachen Kitas, Kindergarten, Betreuung, gibt es noch irgendwelche Veränderungen? Frau Schwesig ist ja bekannt dafür, auch mal immer schnell ein paar Ballons steigen zu lassen.
Ja, dann bleibt es ja meistens bei den Ballons. Ja, irgendwie. Gut, dass Sie das gesagt haben. Kann man alles machen, muss man aber nicht. Kita-Qualität, dort werden wir vermutlich kein eigenes Bundesgesetz haben, sondern Kita-Qualität hat, oder für die Kita-Qualität sind die Bundesländer zuständig. Und ich finde, nicht immer kann der Bund alles regeln, sollte er auch nicht. Und deswegen hat ja Frau Schwesig vor einigen Monaten sich mit den einzelnen Bundesländern zusammengesetzt, ein Kommuniqué aufgesetzt und dort wird dann quasi nochmal überprüft, okay, wo können wir denn vielleicht Standards letztendlich setzen? Weil ich glaube auch, das Besondere an unserem Land ist ja, dass wir eben so unterschiedlich sind. Und was hier in Berlin gut sein kann, muss in Bayern oder eben in Baden-Württemberg oder in Schleswig-Holstein, um mal die nordischen Länder zu nennen, nicht gut sein. Und deswegen, wenn eben oft gefordert wird, wir brauchen aber einen Erzieher pro, weiß ich nicht, wie viele Kinder sozusagen, deswegen sollten das, glaube ich, die Bundesländer einzeln machen. Ist eigentlich auch Ferienzeit, Pausezeit bei Ihnen im Wahlkreis oder machen Sie Ihre Meetings, Besprechungen, ja, Einladungen, Kaffeestunden weiterhin? Ja, von allem ein bisschen sozusagen. Ich nutze jetzt natürlich die Zeit, um mir auch im Wahlkreis viele, viele Dinge anzuschauen, Projekte anzuschauen. Ich war neulich zum Beispiel im Vivantes Klinikum Neukölln, habe mir das Babylotsenprojekt angeschaut bei Herrn Professor Rossi, wo jede Mutter gefragt wird, ob es vielleicht Unterstützung braucht. Mhm. Ich gehe in Kürze, treffe ich mich mit Leuten aus der Kreativwirtschaft in Neukölln. Ich gehe in einen Edeka-Markt, um dort mal zu schauen, was habt ihr eigentlich hier für Probleme im Einzelhandel. Und wenn jemand von Ihnen zu Hause ein Problem auf dem Herzen hat, dann kann er Ihnen schreiben. Das kann er, ja? Klar. Sollte aber aus Neukölln sein. Ne? Weil Ach, mir können alle schreiben, das tun sie auch. Ja, aber ganz gut. Besonders gern die aus Neukölln. Die natürlich. Wähler aus Neukölln und die Wählerin wollen wir nicht vergessen. Das war's für heute. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Genießen Sie noch die Restferien. Das mache ich. Und vielleicht kommt ja noch eine Bundestagssondersitzung. Wer weiß das. Sie haben ja eigentlich noch regulär bis Anfangs September. Genau. Ja, ist noch sitzungsfreie Woche. Aber unsere Ferien gehen auch noch ein paar Tage hin oder ein paar Wochen. Also genießen Sie es. Wir sehen uns nächste Woche Montag trotzdem wieder. Bis dahin sage ich danke und tschüss.